Granini Gorki Labor 10. Gut. Und da hinten ist nämlich gleich eine spezielle Bemalung, die Oyama-Bemalung. Ich habe aber keine Ahnung, was die für eine Auswirkung hat. Falls mir das jemand in die Kommentare schreiben könnte. Bemalung wie die weibliche Kabuki-Rolle. Aber es gibt nicht mehr dazu zu sagen. Und am besten mal mit, vielleicht mit Sigint? Ja, komm, Sigint. So you're wearing this Na. Snake, what's with that face paint? It's called Oyama. Oyama? Yeah, it's the name of an androgynous Japanese deity. Are you serious? That's what I heard. From who? Paramedic. Never mind. In any case, that face paint doesn't seem to work very well. Your camo index is way down. Unless you want the enemy to see you, I'd change to something else. Oh. Okay. Let me guess. You were just getting to like it. It kind of grew on me. Fine. Get yourself shot. Aber es gibt ja mysteriöse Kräfte, aber ich weiß nicht ganz genau, was es auswirken will, was es auswirken kann, weil die einige Bemalungen können ja kleine Sachen auslösen, soviel ich weiß oder noch weiß. Und am besten ziehen wir doch gleich die Raiden-Maske an, wenn wir schon dabei sind. Ups, falsch. Tarnung. Nein. Hier die Maske. Maske zur Verkleidung, cool, aber was soll ich jetzt damit? Fragen wir doch Sigint. Der weiß sicher mehr Ah, davon. you're wearing the mask. I made it myself. Pretty good work, don't you think? A while back, they were planning to disguise someone as this one GRU officer and send them in to steal some secret documents. I created the mask for that operation. But then the mission ended up being canceled. And then the major came and told me to throw it out. Can you believe that guy? But you didn't throw it out. Are you kidding? Tossing a superior quality product like that into the garbage without using it will be an insult to science. So I decided to sneak it into your gear. Okay, but is it really that big of a deal? Of course it is. What's so great about it? Everything. But if I had to pick one reason, I'd have to say it's because it's the first mask ever that can blink its eyes. What about the lips? What's that? Can it open its mouth? That's a good one, Snake. You crazy, man. I'm serious. Are you even listening to me, Snake? Where's your common sense? Damn. Sorry. So you've got... So gut, ja, das war jetzt witzig. Weiter geht's. Hier durch die Luftschächte. Und nun. Wissenschaftler. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass... Es gibt ein kleines Problem eben. Und zwar... Die Soldaten erkennen uns ja nicht. Die Wissenschaftler aber schon. Und die muss ich nämlich verhören. Und die dürfen mich natürlich nicht sehen. Und der da draußen darf mich ebenso wenig sehen. Und am besten, irgendwo gab es mal irgendwas, das ich holen konnte. Dann hier ist es nicht. Hallo. Hier auch nicht. Hier auch. Ah, warte. Nein. Hier. Auch nicht. Wo war denn das? Hm, oder habe ich das schon? Ich muss mal nachschauen. Im Rucksack. Dann so kann ich ja die Waffen ja nicht benutzen. Dann tue ich die jetzt mal weg. Die Fackel brauche ich auch nicht mehr. Blendgranaten. Weg. Alles weg. Weg. Ah, das Richtmikrofon vielleicht. Instant Noodles, Calorie Made, Milchschlange, Pfeilgefrosch. Dabei werfen wir mal noch jemand damit. Die ist nämlich noch mit. Und das Überlebensmesser. So.
Und das andere Zeugs, wo finde ich das? Ich muss ja echt nachschauen. Es sind noch ein paar Kartonkisten. Hallo Kumpel. Hier durch. Hier gibt's auch nicht. Nö. Dieser Dreckswissenschaftler. Der wird mich noch erkennen, ich sag's euch. Mal gucken, vielleicht ist da vorne doch was. Nö, 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 nö. Nö, nö. Gar nichts. Okay, 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 okay. Wie machen wir das am besten? Hallo? Und hier drin ist wieder der, der uns fast erkannt hat. Oder fast erkennt oder erkennt oder whatever. Whatever. Hier ist eine schöne Heizung. Mit Räder, wieso auch immer, dass das Ding. Ist mir noch nie aufgefallen, dass so ein Schieß. So ein komisches Ding hier ist. Ein Thermosiphon. Na, Kumpel. Hier in der Bibliothek ist auch nichts. Ah, warte mal. Nee. Ein Schalldämpfer. Und hier liegt ein Magazin. What the fuck? Metal Gear Solid 3 Magazin. Ah, cool. Ist mir gar nicht aufgefallen. Da liegt doch auch was drin, oder? Nee. Sonst noch was? Nein. Gut, dann mal hier. Da ist geschlossen. Uniform Fliege. Cool. Da ist nix. Da ist nix. Aber wir können. Nee, wir können niemanden packen. Das ist echt scheiße. Ah, hier gibt's noch jede Menge Spins. Spins. Footlocker. Ah, DXME, X16E1. Ah, M16 Munition. Ich sag's jetzt einfach so, fertig. Hm? Ah, irgendein Bild. Auch nix. Auch nix. Gut. Wo waren diese Zigaretten? Zigaretten, Zigaretten, Zigaretten. Es gibt nämlich so Blaszigaretten. Vielleicht bekommt man die auch später. Wo man die Leute betäuben kann. Na, sehr wahrscheinlich bekomme ich die später. Aber wir können auch ein Tuch. Vielleicht hier? Ah, oh, Sabotage lässt grüßen. Und wir machen das auch gleich. Aber dafür muss ich noch die Tarnung ablegen. Machen wir schnell Olivengrün. Oh Gott, sieht das komisch aus. So, dann hier ablegen, ablegen. Es hat einen Grund, wieso ich das mache. Denn... Scheiße, ich muss jetzt wieder in... mit der Uniform hier raus. Da, Wissenschaftleruniform. Und raus hier. Gut, ah, hier kann ich mich am Boden legen und das Ganze mal zünden. Falsch gedrückt wieder mal. Ich bekomme immer ein Durcheinander mit dem Codec. So. Nun, schnell wechseln wieder auf, ja. Nee, komm, so. Passt schon besser. Nun gut, und nun wird gezündet. Gut, jetzt muss ich mich wieder verkleiden. Und aufstehen. This is HQ. What's going on? We're under fire. Position unknown. Commencing alert status. Acknowledged. Sending. Perfekt. Use extra
Jedes Mal, wenn ich nämlich, diese Lager in die Luft jage, werden die Soldaten Hunger bekommen. Ah, da kommen jetzt ein paar hoch. Was? Ich kann auch actionreich sein. Da, 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 da. So. Eigentlich müsste ich den hier... Den Typen hier drin müsste ich eigentlich... Oh, oh. Mist. Ich muss aufpassen, der löst mich... Ah, genau, er erkennt mich. Und dann geht er direkt zum Alarm und löst ihn aus. Aber wir gehen jetzt mal hier nach unten. Okay. Hier ist das Gefängnis. Okay, okay. Hi, Kumpel. Ja, lass mich doch in Ruhe. Tut mir leid. Was? Was ist? Ja. Ich darf jetzt nicht weiterlaufen. Get back to work. Ja, ich gehe ja schon. Ich finde es aber so schön in diesen Zellen. Oh. Haruna Yabuki. Eine Mausefalle, die bringt mir auch nichts. Vielleicht ist es bei diesem Pilz da oben. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, hier drin ist es auf jeden Fall nicht. Geh wieder raus. Ja. Stell dich an die Türe, du. Dann geht zurück an eure Position. Habt ihr gehört, Soldaten? Los, geht an eure Position zurück. Ha, hört ihr das? Ich hab Hunger. Und dann sind sie abgelenkt. Und dann sind sie nicht mehr stark. So. Okay, Tarnung ablegen. Kurz. Und wir haben auch eigentlich alles richtig ausgerüstet. Freeze. Please don't. Nicht so laut. So, und den verschleppen wir jetzt gleich auch nach hinten. Und den nächsten werden wir auch gleich überfallen. Nebelgranate, auch praktisch. Jetzt müssen wir gut nachschauen. Ah, scheiße, er ist schon zu weit. So, nun müssen wir durchkriechen. Sonst entdeckt uns doch der Wissenschaftler. So, kriech, 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 kriech. Ja, penn mir jetzt ein. Oh, du Dreckspisser. Oh. Oh. Nein, es regt mich ja nicht auf. Erst Tuch besorgen, seht ihr? Oh, bist umgekippt. Oh, bist umgekippt.
Nein! Schlafen gehen, der nächste geht. Komm! Komm durch die Tür, komm! Ah! Alter Schwede. Ach komm, ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken. Ich wollte doch nur befragen. Den muss ich aufwecken hier. So, jetzt komm doch mit und wach auf. Ah, du blöder Wissenschaftler. Wach auf. Wach auf. Ah, es geht. Es geht. Es geht. Nee, es geht nicht. Komm schon. Wie kann man ihn aufwecken? Oh, wie kann man den aufwecken? Was auch immer. Ah, Mann. Sind die da drin? Wahrscheinlich schon. Nee, die sind oben. Aber wir gehen mal jetzt hier nach unten. Granini Gorki. Labor 1U West, Berlin. Und wir machen uns gleich wieder zum Wissen. Ja, wir machen uns am besten wieder zum Wissenschaftler. So, eigentlich müsste ich den Typen befragen, wo er sich Sokolov befindet. Was, ich weiß gar nicht mehr, was das Einsatzziel ist. Na Leute, geht's euch allen gut? Zigarrenspray! Geht doch! Oh, Rucksack, hier. Zigarrengas, super. Wisst ihr was? Den hier überfalle ich gerade. Tarnung, Uniform weg. So. Ich nehme das nochmal. Speak! You do have freedom? Speak! Answer me! Bastard! Und am besten verkleiden wir uns, oder wie geht das jetzt? Ich versuch's mal. Vielleicht erkennen sie mich dann nicht. Okay, okay, okay. Gut. Am besten pennt ihr alle ein. So, da lege ich die Tarnung wieder ab und werde ihn auch gleich ich werde ihn mal ausquetschen. Ich will einen eigentlich ausquetschen. Das sollte ich eigentlich. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Es ist unglaublich, dass ich kein Wort rausbringe und es irgendwie als ist.